Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hello Kitty Big City Dreams. Wir haben ein neues Haus gekauft, juhu. Und jetzt können wir runter und gucken, was das neue Haus kosten könnte. Und wir haben auch was Neues freigeschaltet, wo wir mit dir, Daniel, tanzen können. Und wir wissen schon mal, wo das ist. Und ja, dann gehen wir mal hin. Aber erstmal gucken wir. Vielleicht haben wir noch Briefe oder so. Oh, wir haben Briefe. Spare Freundschaftspunkte für ein größeres Zimmer. Vergiss nicht regelmäßig deine Post aufzurufen. Bei einer Studie gaben 87% der Befragten von durch Wiederholen von Spielen mehr Punkte zu erhalten. Zu wenig Freundschaftspunkte, hole Highscores, um Punkte aufzufüllen. Arcade-Tipp, der große Käse macht dich vorübergehend unverwundbar und sogar Katzen können dir nichts anhaben. Dankeschön. Im Sanrio-Kiosk findest du alles, was du in puncto Zimmer und Kleidung brauchst. Oh, da müssen wir unbedingt hingehen. Triff die Monster im Spukhaus, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, wir haben so viel Post, Mensch. Perfekte Fotos gelingen ganz leicht, wenn sich das Objekt in der Mitte der Linse befindet. Warum gehen, wenn man mit dem Bus fahren kann? Ein Hinweis von deinen Freunden von Big City Transit. Tägliche Home-Run-Herausforderungen, gewinne tolle Preise, weitere Informationen findest du im Baseball-Diamond. Vergiss nicht zu speichern und auszuruhen, das Bett zu berühren. Gruß Purin. Okay. Wie viel würde denn das neue Zimmer kosten? Neues Zimmer kaufen. 12.500 Freundschaftspunkte. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal an den Kiosk hin und gucken nach neuen Klamotten und alles, was das Herz begehrt. Zuerst springen wir hier aber mal wieder. Hallo, neuer Tag, alles neu, ne? 10 Sprünge, das schaffen wir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Habe ich's euch doch gesagt. Das kannst du wirklich sehr gut. Ja, danke schön. Jetzt gehen wir mal hier rüber und waschen sein Auto. Kannst du mir bei der Autowäsche helfen? Ja. Toll. Je schneller du es wäschst, desto besser. Genau, kennen wir schon. Oh, und jetzt sind wir wieder richtig schnell. Ich wette, mein Freund kommt gleich. Wieso wackelst du den Tisch so? Schnell, schnell, schnell. Ja, sehr schön. Mein Bildschirm wackelt. Ihr habt Glück, ihr seid auf dem anderen Bildschirm. Also meine andere... Ich habe zwei Bildschirme. Einmal jetzt hier einen, wo ich hingucke und einmal da drüben. Und den benutze ich nur so für Facebook, Twitter, Discord, alles mögliche. Skype, obwohl ich Skype nicht mehr benutze. Aber ihr wisst schon, während ich den hier für Spiele benutze. Du bist schnell. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Cool. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zum Kiosk, wo auch immer der ist. Wir brauchen jetzt einmal ein Ticket. Ja. Ja, bitte. Dankeschön. Vielleicht ist der Kiosk in der Shopping Mall. Mal gucken. Hoffentlich ist er da. Das wäre richtig gut, wenn er da wäre. Okay. Ja, es sieht so aus, als wäre da der Kiosk. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Ist das der Kiosk? Hallo. Willkommen im Sanrio-Kiosk. Sieh dir unser Katalog an. Wenn dir etwas gefällt, kannst du es in die Einkaufstasche ziehen. Würde kaufen, wenn du zahlen möchtest. Schauen wir mal, was es hier so hat. Oh, wow. Das sieht toll aus. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren abstimmen, wenn ihr möchtet, was wir haben wollen. Das sind Themen für unser Zimmer. Wollt ihr das Schloss? Unter Wasser? Die Farm? Das Weltall? Das gruselige Thema? Die Blumenwiese oder der Winter, dann könnt ihr auch noch abstimmen, was wir anziehen sollen für Hello Kitty. Wollt ihr die roten Punkte, das dunkellila Pink, das hellrote,
das Braune, das Grüne, das Lilane, das Babyblaue mit den Knöpfen, das Pinke mit den Knöpfen, das Grüne mit den Knöpfen, das Bärenoutfit, das Tütü, das Erdbeeroutfit, das Farmoutfit, oder, naja, sieht nicht nach Farmers, aber Texas oder sowas, oder das Panda-Outfit. Schreibt es in die Kommentare, dann werden wir das nächstes Mal, da ist eine Tür, dann werden wir das nächstes Mal kaufen. Okay. Dankeschön. Gut, wo denn jetzt hin? Wir können den Bus nehmen, habe ich gehört. Für 10 Freundschaftspunkte. Ja, ich will wieder, ups, ich will wieder gehen. Und wir müssen unbedingt sehen, wie das mit dem Tanzen ist, weil wir das noch gar nicht gesehen haben. Das haben wir jetzt erst freigeschaltet. Wahrscheinlich bedeutet das, sobald wir... Oh, da sind Erdbeeren drauf. Sobald wir das Penthouse erreichen, also ganz oben, dürfen wir vielleicht in die gruselige Bahn. Und das wird garantiert interessant. Okay. Oh, da ist wieder die, bei der man malen kann. Okay. Ich will jetzt aber zum Tanzen zu dir, Daniel. Hallo? Die bleibt überall stecken. Die ist zu fett. Hello Kitty ist zu dick, um durch die Straßen zu kommen. Hallo? 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 Kitty, ich kann endlich tanzen. Wollen wir es mal ausprobieren? Klar doch. Möchtest du etwas über das Spielprinzip erfahren? Ja. Tippe nicht. Tippe jetzt. Oh, okay. Oh Gott. Oh. Mist. Yikes. Ich versuche jetzt auch noch im echten Leben zu tanzen. Sieht man das? Na, das sieht man bestimmt. Jups. Oh Gott. Ja, wie, wo, was? Oh. Ich kann nicht mal auf da oben fokussieren, weil ich nur hier unten bin. Wir tanzen. Wir tanzen falsch, aber wir tanzen. Oh Gott. Oh yeah, oh Gott, nein. Nein, oh Gott, oh nein, nein, nein. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ich probiere das schon. Danke, dass du mir geholfen hast, Kitty. Du erhältst 548 Punkte. Wow. Das ist ja fast so viel, wenn wir malen. Und wir sind wirklich gut im Malen. Okay. Tanzen bitte nicht nochmal. Probieren wir es mal mit dem Herzen. Vielleicht muss ich die anklicken. Hallo, ja. Dankeschön. Oh, das ist so lieb von dir. Für ihn bin ich jetzt schon eine Gewinnerin. Okay. Und die Kitty, die macht das so und die freut sich total. Oh, jetzt geht's hoch. Okay. Und jetzt geh mal wieder hoch. Und. Oh, das funktioniert da nicht so richtig. Hui! Ah, das müssen wir anklicken. Okay.
Aha, ist doch gewusst. Okay, so gut war das nicht. Wow, da ist ganz schön viele Herzen gesammelt. Du wirst richtig gut. Komm bald wieder, wenn du dich anstrengst, findest du bestimmt alle. Wie alle? Ach so, alle auf einmal. Okay, klar. Oh, guck mal, da ist der Strand. Da ist aber niemand. Und irgendein Drecksspatz hat da seine Füße reingetan. Lass mich mal wieder malen. Hallo. Ja, ich bin eine Künstlerin. Ich mag das Spiel total, aber dann gehen wir gleich danach Sushi machen. Okay. Ja, hast du mir schon 5000 Mal erklärt. Bestimmt jetzt. Okay. Und schwuppsdi, wuppsdi, wuppi, 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 blub, blub, blub. Okay. Ich wollte euch auch noch fragen, kennt ihr... Achso, nee, habe ich schon gefragt. Nee, macht nichts. Ich wollte fragen, ob ihr Drake und Josh kennt, aber das kennt ihr. Ja, da hat irgendjemand gesagt, das läuft immer noch manchmal bei Nickelodeon als Wiederholung. Dann kennt ihr wahrscheinlich auch iCarly. Wenn ihr iCarly kennt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und mögt ihr iCarly oder Drake und Josh? Oder was ist denn momentan eure Lieblings-TV-Sendung auf... Keine Ahnung, Nickelodeon, Six... Oder Super RTL oder was auch, oder Disney, weil vielleicht, wenn ihr das habt, den Disney-Kanal. Was sind denn momentan eure Lieblingssendungen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, total. Vor allem für die 600 Punkte. Okay, cool. Warte noch einmal. Nein, okay. Gut, dann Sushi machen jetzt, ne? Hier, hallo, hallo, hier. Okay. Hallo. Da geht's nirgendwo hin. Gut, dann können wir jetzt zurück und... Hallo. Genau. Ja. Jetzt probieren wir mal, das perfekte Sushi zu machen. Okay. Schon wieder weißer Thunfisch. Die mögen wirklich weißen... Okay, jetzt einmal. Weißen Thunfisch. Ja, so ungefähr. Okay. Und jetzt nochmal... nein, das war nicht so gut. Okay, komm vor. Komm vor, Umgedränge. Okay. Gurken, ui. Versuche alles mit Soße. Gurkensoße, was ist das denn? Ja, du sagst mehr und dann ist es zu viel. Füge Mango hinzu, ja, bäh. Geht. Wer ist denn sowas? Dich. Jetzt einmal rollen. Jetzt einmal wieder schneiden. Okay. Huch, schon wieder. Schon wieder. Klick. Nicht perfekt, aber okay. 15 Punkte, da hatten wir schon Besseres. Das probieren wir jetzt noch einmal. Huch. Ich glaube, das Höchste, was man kriegen kann, ist so 100. Okay, ja, ich bin bereit. Gut. Okay, cool. Okay, dann machen wir mal Reis. Mal hier in der Mitte. Füge weißen Thunfisch hinzu. Schon wieder? Die wollen immer nur weißen Thunfisch. Da hat so viele andere Sachen und die wir nehmen immer nur weiße Thunfisch. Ich würde aber die anderen Sachen gerne auch mal wieder sehen. Okay. Bei dir ist es nie perfekt, aber okay. Masago, was ist das denn? Okay, das ist dann wahrscheinlich perfekt. Ih, schon wieder Mango. Igittigit. Wer ist denn sowas? Ich. Okay, jetzt mal rollen. Und dann können wir auch schon... den weißen Lachs schneiden.
Ja, vielleicht nicht so blöd. Sondern etwas besser. Und 40 Punkte. Nicht schlecht. Du musst noch mehr üben. Ja, das war wirklich nicht schlecht. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Weil wir jetzt speichern... Oh, weil wir jetzt speichern müssen. Okay. Und zwar brauchen wir jetzt den Zug, weil mit dem Bus kommen wir nur rüber für billiger. Okay, ja, ich möchte einen Fahrschein kaufen, bitte. Danke, bitteschön. Ja, der Zug müsste bald kommen. Gut. Nee, nach Hause. Ja. Cool. Mensch, der Zug, der ist niemals zu spät. Seid ihr schon mal Zug gefahren? Der kommt normalerweise immer zu spät. Immer. Der kommt manchmal zu früh, aber sehr selten. Aber normalerweise kommt er immer zu spät. Immer. Okay. Nee, ich muss jetzt ins Bett. Tut mir leid. Okay. Es sind eigentlich nur 4 Etagen, aber das macht ja nichts. Okay. Dann gehen wir einmal hoch und ins Bett. Ja, einmal zu Stufe 3. Sehr schön. Okay. Und dann war es das jetzt für diese Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls sie euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was wir als nächstes kaufen sollen, was für ein Zimmerthema und was für Klamotten. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich sehe euch dann nächste Woche. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!